Gut, ich darf euch recht herzlich zur Pressekonferenz vor der 13. Runde der Admiral-Bundesliga zwischen der WSG Tirol und Austria Wien recht herzlich willkommen heißen. Heute haben wir ausschließlich unseren Cheftrainer Thomas Silberberger da für Rede und Antwort. Ich darf besonders willkommen heißen heute Lisa. Schön, Lisa, dass du wieder da bist. Toll, dass du von deiner Mannschaft einmal losgerissen hast und dass du wieder am Ball bist. Apropos Ball, der Cheftrainer hat dann ein kleines Präsent für dich. Gut, wie schaut es aus? Wir haben eine nicht ganz so erfreuliche Cup-Runde hinter uns, allerdings auch eine wesentlich erfreulichere Meisterschaftsrunde hinter uns. Haben uns einen schwierigen Gegner vor uns, mit der Austria momentan den Tabellenvierten, wenngleich die Distanz zwischen dem Tabellenvierten und dem momentan Elften recht gering ist, aber mehr dazu von dir, Silvi, wie oder was erwartest du vom Spiel? Ja, ich habe sie gestern schon auf ORF und ein bisschen Luft, Dampf abgelassen. Ich erwarte eine Reaktion von der Mannschaft gegen die Wiener Austria und weil ich bin immer noch ein Stück weit erschüttert von der gestrigen ersten Halbzeit. Also das ist mir in 9 Jahren Trainer da sein nie passiert, dass man so an die Wand gespielt wird und sich so aufgibt. Damit ist das gestrige abgehackt und damit habe ich gleich auf Sonntag übergeleitet. Ich erwarte mir absolute Reaktion von jedem Einzelnen, der was am Platz steht. Und wir wollen die Wiener Austria schlagen. Und ich habe es gestern schon gesagt, wenn am Sonntag nicht ein einziger Spieler dabei ist, der was nicht schauen vom Mund hat, dann wird er mit mir Probleme kriegen, weil das war in allen Bereichen gestern zu wenig. Aber das Gute ist, es geht sofort weiter, abgehackt. Wir schauen Wiener Austria. Für uns wäre natürlich wichtig den Sieg, weil du dann am Ende des Grunddurchgangs bei Punktegleichheit das direkte Duell zählt. Und das hätte man dann für uns entschieden. Und wir würden die Wiener Austria in der Tabelle überholen. Ein bisschen würde ich doch gerne. Wie kam diese erste Halbzeit? Hast du da eine Erklärung davon? Ich meine, die können nicht aussehen und sagen, wir wollen nicht. Nein, ich habe keine Erklärung. Wir müssen es noch aufarbeiten, jetzt dann um 13 Uhr. Es ist gerade aufgearbeitet. Wir haben es der Mannschaft ein 7-minütiges Video gezeigt, wie der LASK gegen den WRC die ersten 10 Minuten 4000%ige Torschancen vorgefunden hat, durch Aggressivität und so weiter und so fort. Sind sie drin gesetzt, haben gesagt, boah, das ist ein Wahnsinn, da müssen wir dagegen halten. Und die Wahrheit ist, zurzeit müssen wir 6-0 hin sein. Und nein, ich bin immer noch erschüttert. Im Endeffekt haben wir mit Beanek, Avucha, Betzos und Müller mit 4 Leuten Fußball gespielt. Das habe ich schon mal gehört irgendwo. Und das gegen 11 Lastspieler, die was hoch aggressiv waren. Was da möglich ist, hat man jetzt zweite Halbzeit gesehen, wenn wir ein bisschen in die Spur kommen und einfach die Intensität abrufen, was eingefordert worden ist. Aber so, wir werden es Nachmittag besprechen. Ja. Abgesehen von der Leistung, ärgert es dich? Ist es ja nur ein Cup oder ärgert es dich doch? Das Ausscheiden ärgert mich nicht, mich ärgert die Leistung. Okay. Die ärgert mich massiv, vor allem die 45 Minuten. Das ist inakzeptabel und das werden wir auch ansprechen. Wie oft findet man im Negativen auch positive Dinge? In der zweiten Halbzeit hat sich der ein oder andere Akteur doch wieder ein bisschen mehr in Erinnerung gerufen. Dann kann ein Klaassen, der was ganz gut gespielt hat, auch ein Naschberger mit einem Assist unter anderem. Siehst du das auch so? Definitiv. Definitiv. Die zweite Halbzeit, wie gesagt, haben sie es gut gemacht. Wir haben halt dann nur 2000 aufs 2-2. Mhm. Haben wir halt dann, jetzt ist ja das Spiegelbild von unserer Chancenverwertung, aber wir werden mit viel Glück zurückkommen. Aber am Ende des Tages muss ich es jetzt eh abpacken, weil die nächste Aufgabe vor der Tür steht. Aber nochmal, das Ausscheiden ist nicht tragisch. Die Art, wie man ausgeschieden ist, vor allem die 45 Minuten sind bedenklich. Wie erklärt man sich denn das als Trainer, dass das noch möglich ist, dass man einfach so eine erste Halbzeit spielt und dann in der zweiten eh wieder so halbwegs da ist? Weil du sagst schon, du hast in der Pause nicht viel gesagt. Nein, ich war eher ruhig, ja. Vielleicht ein Vierfachwechsel, weil man muss ja, wenn man sieht, die Außenbahnen links und rechts, die waren ja inferior in beiden Richtungen und die haben wir eigentlich neu besetzt, die Außenbahnen. Und dann ist es ein Stück weit besser gegangen. Und ja, aber wie erklärt man sich das? Das ist, ja, wie gesagt, ein Prozess, Bestandteil der Nachmittag um 13 Uhr haben wir eine Besprechung. 13 Uhr,
Möglichkeit oder einige andere der gestrigen Starter für einen Macht in die Pause kriegen? Hast du das so im Kopf? Die Möglichkeit besteht. Es ist ja immer so, als Trainer unmittelbar nach einem Match haust du 8 aus. Wenn du einmal drüber geschlafen hast, haust du gleich mal 5 aus. Und wenn du zweimal drüber geschlafen hast, 2 und am Sonntag spielst du mit der gleichen Starter. So wieder gut machen. Also ich muss da schon noch genau abwägen, was auch die Austria stark macht, damit wir da die richtigen Spieler am Platz kriegen. Aber ich nur einmal, am Sonntag geht es nur darum, der absolute unbändige Wille, dass ich das am Platz bringen möchte. So wird gestern zweite Halbzeit, weil da haben wir mit offenem Visier gespielt und am Sonntag geht es nur darum, dass ich besser sein muss, wenn man eingeht, die richtige Gegenspieler. Was macht denn die Austria stark? Die Austria ist relativ stabil. Sie versucht Fußball zu spielen fast ohne Schnellangriffe. Also es gibt kaum lange Bälle aus der letzten Kette, außer sie probieren immer wieder aus dem Positionsspiel aus seine Angriffe zu lancieren. Und sie haben vorhin mit Djuricin absolut einen guten Spieler, der was immer für ein Tor gut ist. Und die Jungen, ja, das wünsche ich mir von meinen Gärten. Die haben einfach Schaumvermögen, wenn man die Wiener Austria, die jungen Spieler, auf denen sieht. Und sie haben sehr, sehr gute Routiniers, die was das super zusammenhalten. Aber sie sind 3 Punkte von uns und am Sonntag kann man auf Punkte Gleichheit stellen. Einmal auf der Windlieblingsgegner. Ist das einmal? Ja, das ist schon lange her. Das war. Ich glaube, ein Jahr. Ja, das war. Das geht relativ schnell. Nein, ich glaube schon, dass ein spannendes Spiel wird, weil beide Mannschaften ihre Highlights eigentlich im fußballerischen, im spielerischen Bereich ihre Highlights haben. Und deswegen glaube ich schon, dass wir ein ähnliches Spiel sehen werden. Es wird vielleicht auch ein Stück weit ein Geduldsspiel, weil die Wiener Austria sehr, sehr wenig zulässt und sehr, sehr gut organisiert ist. Aber Lieblingsgegner, nein, fällt mir jetzt aktuell keiner ein, seit gestern. Die Austria weiß auch, dass sie deutlich länger Pause gehabt hat, wie es, dass ihr es jetzt unter der Woche halt 90 Minuten gehabt habt. Inwieweit spielt das eine Rolle oder kann das eine Rolle spielen? Es kann eine Rolle spielen, je länger das Spiel dauert, aber es spielt definitiv eine Rolle, wenn ich es aktiv anspreche in der Kabine, dann wird es zum Thema. Ich glaube, das darf man nicht zum Thema machen, weil irgendwo haben wir gestern alle 45 Minuten gespielt, wenn wir ehrlich sind, weil die ersten 45 Minuten war eher besser als Auslaufen für viele. Also ist es eher gut, dass man jetzt schnell wieder die Chance hat. Definitiv. Morgen ist Abschlusstraining 14 Uhr und dann am Sonntag muss die Post da gehen. Das Hinspiel spielt auch eine Rolle. Das in Wien, das war. Nein, da waren beide Mannschaften in der Findungsphase. Aber hier war es besser, als vor dem Kampf. Ja, wir waren bis zur 80. 19-0 in Führung. Wir haben, ja, es war ein sehr zerfahrenes Spiel. Wenn ich mich recht erinnere, von beiden Seiten, beide Mannschaften in der Findungsphase. Wir mit den 15 Neuen, die Wiener Austria mit neuen Trainern, vielen neuen jungen Spielern. Also ich glaube schon, dass beide Mannschaften ein Stück weiter sind. Aber dann spielt der Gegner schon auf Augenhöhe. Würde ich so sehen, ja. Vor allem zu Hause in Tivoli, weil Heimflucht gibt es ja definitiv nicht mehr. Wir sind daheim sehr, sehr stabil. Wir haben ein einziges Spiel daheim verloren gegen Red Bull. Aber allein was kommen wir nicht. Um das zu vorwegnehmen, was du jetzt sagst. Tobi wollte gerade auch sagen. Gesund ist alles. Koche habe ich zur Halbzeit ausgewechselt, auch weil er schon ein bisschen kränklich war. Schon den ganzen Tag. Mit Halsbeschwerden. Und den haben wir dann zur Halbzeit raus. Ich weiß jetzt nicht, ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Im Regenerationstraining, ob's jetzt Geld bewährt oder nicht, das wird sich ja im Laufe des Tages oder im Laufe der nächsten Stunden auszustellen. Ansonsten ist alles fit, ja. Keine Fragen mehr? Gut, dann danke vielmals. Wir sehen uns am Sonntag.